Leipzig. Die katholische Kirche St. Gabriel im Stadtteil Wiederitzsch. Über das Schrägdach klettern unbekannte Diebe in der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2020 auf den höchsten Punkt der Kirche und schrauben das Kirchenkreuz aus der Verankerung. Ich wurde am frühen Morgen von jemand aus der Gemeinde angerufen, die mir aufgeregt erzählte: Pater Josef, das Kreuz ist weg. Und da bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut und sah, es stimmt, das Kreuz ist weg. Das Holzkreuz ist ca. 1,50 m mal 1 Meter groß und mit Kupfer beschlagen. Der entstandene Schaden etwa 4.000 Euro. Haben Sie in der Nacht zum 12. Juni etwas Auffälliges an der Kirche beobachtet? Können Sie Hinweise zum Verbleib des Kreuzes geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Leipzig unter 03 41 966 4 66 66.